Hi, ich bin Frank und ich zeige dir heute Schritt für Schritt und auf den Punkt, wie du ein super saftiges Brathähnchen mit extra krosser Haut auf deinem Grill zubereiten kannst. Das sogenannte Beer Can Chicken ist ein Klassiker unter den Grillrezepten. Wir interpretieren dieses Rezept heute neu. Klassisch wird dieses Hähnchen ja auf einer Bierdose zubereitet. Wir verleihen ihm heute Flügel und bereiten es auf einer Red Bull Cola Dose zu, um ihm einen besonderen Geschmackskick zu geben. Zusätzlich werden wir das Huhn mit einer speziellen Räuchermischung geschmacklich auf ein neues Level bringen. Und ich verrate euch meinen Trick, wie ihr jedes Mal eine super knusprige Haut hinbekommt. Wir legen jetzt direkt los an unserer Vorbereitungstheke. Zornfleisch.de hat mir für heute ein wunderbares Maishuhn aus Frankreich in Top-Qualität geliefert. Wenn ihr dieses Rezept nachmachen wollt, findet ihr wie gewohnt in der Infobox unter dem Video den Links zu meinem Fleisch, den Gewürzen und den sonstigen Ausgangsprodukten. Achtet bitte auf die Gutscheincodes, die ihr über meinen Links einlösen könnt. Natürlich habe ich euch auch wieder eine zusammenfassende PDF mit Zutatenliste und Mengenangaben erstellt, die ihr ausdrucken und als roten Faden am Grill verwenden könnt. Wir müssen jetzt als erstes das Huhn für den Grill vorbereiten. Ich habe mir die benötigten Zutaten hier alle bereitgestellt und kann jetzt direkt loslegen. Zuerst tupfe ich das Hähnchen gründlich außen und innen mit Küchenkrepp ab. Danach schneide ich die überschüssige Haut und diesen Strunz, das ist der Hintern des Huhns, unten ab. Das gibt einen dreinigen Geschmack, den keiner braucht, also weg damit. Bitte achtet darauf, alles, was mit dem Huhn in Berührung kommt, danach gründlich zu reinigen und zu desinfizieren. An der Stelle verrate ich dir jetzt meinen Trick, wie du das knusprigste Hähnchen zubereitest, das du jemals gegessen hast. Reibe die Haut vor dem Würzen gründlich mit Kondensmilch ein. Dieses sorgt durch das zusätzliche Fett für eine unübertroffen krosse Haut. Probier das unbedingt aus und ich verspreche dir, du wirst den Unterschied deutlich merken. Jetzt reibe ich das Huhn mit meiner Lieblingsgewürzmischung für Hähnchenfleisch Chicken's Best von Culinarico ordentlich ein. Gebe bitte auch immer Gewürz unter die Haut direkt auf das Fleisch, da die Würzmischung von außen nicht in das Fleisch einwirken kann. Um aus meinem Hähnchen heute ein Flying Chicken zu machen, verwende ich nicht die klassische Bierdose, sondern Red Bull Cola. Wer jetzt bei Red Bull zusammenzuckt, mach dir keine Sorgen. Diese Cola besteht aus natürlichen Zutaten und Aromen wie zum Beispiel Kokablatt, Ackerminze, Kardamom, Muskat und der Dampf wird deshalb einen tollen Geschmack an das Hähnchenfleisch abgeben. Ich verwende es zum Beispiel auch gerne bei Glasuren für Rips oder Barbecue-Soßen, um diesen den letzten Schliff zu verpassen. Du gibst jetzt die Hälfte des Colas in eine Schale, daraus wird später noch eine Dipsoße und machst jetzt an der Kante und in den Deckel Löcher, damit der Dampf, der später entsteht, auch austreten und sich im Hähnchen verteilen kann. In die Dose gibst du jetzt als zusätzliche Aromen noch frischen Rosmarin und Thymian und noch zusätzlich einen Esslöffel von der Gewürzmischung. Man könnte das Hähnchen jetzt direkt auf die Dose setzen, um zu verhindern, dass unser Huhn direkten Kontakt mit der Dose hat und diese dann einen metallischen Geschmack abgibt, verwende ich heute dieses Boy King Bratgestell. Die Dose einfach in die Mitte stellen und das Huhn da drauf setzen. Die Hühnerbrust hat normal ihre Zieltemperatur schneller erreicht als die beiden Schenkel. Durch diese auch sehr publikumswirksame Stellung auf dem Bratgestell ist die Brust auf dem Grill weiter weg von der Hitzequelle als die Schenkel. Und zusammen mit der durch die Dose entstehenden Verdunstungskälte verlangsamst du den Garprozess deiner Hühnerbrust und sorgst mit dieser Vorgehensweise dafür, dass alle Hähnchenteile am Schluss super saftig sind. Damit die Flügel nicht verbrennen, biegst du beide hinter dem Kopf und steckst sie ein. Jetzt verschließe ich noch das Loch im Hals mit einem Stück Zwiebel. Als letzten Vorbereitungsschritt machen wir noch den Dip. Das Red Bull Cola mit einer leckeren Sweet Chili Soße mischen und so einfach hast du eine Soße, die perfekt zu dem Huhn passt. Der
Der Gasgrill ist jetzt ca. 20 Minuten lang bis auf ca. 210 Grad vorgeheizt. Dazu habe ich den linken und den rechten Brenner auf mittlere Temperatur eingestellt und den mittleren Brenner einfach ausgelassen. Bei einer Deckeltemperatur von 210 Grad werden wir direkt am Hähnchen ca. 200 Grad haben und dies dann über die gesamte Garzeit halten. Die Temperatur regelst du einfach über die zwei äußeren Brenner. Wenn du das Hähnchen auf einem Holzkohlegrill zubereiten willst, habe ich dir hier mein Video "So geht Kugelgrillen" verlinkt. Mit dieser Anleitung kannst du deinen Kugelgrill genau auf die passende Temperatur einrichten. Um meinen Gasgrill zu schonen, stelle ich eine Tropfschale unter den Rost direkt auf die Aromaschienen, die das nachher vom Hähnchen heruntertropfende Fett auffängt. Häufig wird empfohlen, in diese Schale Flüssigkeit zu geben, um das Fleisch durch den entstehenden Dampf feucht zu halten. Das ist grundsätzlich richtig. Ich stelle die Schale heute trotzdem ohne Flüssigkeit in den Grill, da die Haut mit der trockenen Hitze ohne den Dampf einfach größer wird. Ganz nach dem Smokywood-Motto, wer smoked hat mehr vom Grillen, möchte ich meinen Huhn heute mit dieser besonderen Räuchermischung hier mit zusätzlichen Aromen veredeln. Diese Mischung hier ist speziell für Hähnchen und sie enthält neben Buchenholz nur naturreine, handverlesene Zutaten wie Orangenschale, Paprika, Karotte, Kurkuma-Wurzel. Der hieraus entstehende Aromarauch gibt dem Gargut eine edle zusätzliche Würze, der das Huhn auf ein nächstes Geschmackslevel anhebt. Ich gebe jetzt in die vorgeheizte Räucherbox meines Gasgrills 3 Esslöffel dieser Rauchmarinade und stelle diese wieder direkt auf den Brenner, um den Aromarauch zu erzeugen. Schließe jetzt den Deckel und warte, bis es anfängt zu rauchen. Jetzt stellst du das Huhn in die Mitte des Grills auf den Rost über den ausgeschalteten Brenner und machst den Deckel gleich wieder zu, damit das Hähnchen sofort den würzigen Rauch aufnehmen kann. Achtet bitte darauf, bei diesem Rezept wirklich nur 3 Esslöffel der Rauchmarinade zu verwenden und diese auch nicht wie sonst empfohlen zu wässern. Wir wollen hier nur für kurze Zeit das Smokywood-Aroma an das Hähnchen bringen, da sonst bei zu viel Rauch die Haut schnell eine lederartige Konsistenz bekommt und nicht mehr kross werden kann. Das Huhn bleibt jetzt 1 bis 1,5 Stunden bei 200 Grad im indirekten Bereich auf dem Grill. Als Richtzeit könnt ihr davon ausgehen, dass es pro Kilogramm Gewicht ca. 1 Stunde braucht, bis es fertig ist. Hühnerfleisch sollte aus gesundheitlichen Gründen durchgegart sein. Wenn du die perfekte Kerntemperatur von 80 Grad Celsius genau treffen willst, verwendest du einen Kerntemperaturfühler mit Kabel. Den platzierst du an der dicksten Stelle des Hühnerschenkels und achtest dabei bitte darauf, nicht den Knochen zu treffen. Das würde die Temperaturmessung verfälschen. Eine Stunde und 15 Minuten sind jetzt um und wir haben eine Temperatur im Schenkel von 80 Grad Celsius erreicht. Solltest du keinen Temperaturfühler verwenden, kannst du auf andere Art überprüfen, ob das Fleisch durchgegart ist. Stech einfach mit einem Holzspieß in den Bereich des Gelenks zwischen Schenkel und der Brust. Wenn der auslaufende Saft weiß ist und nicht mehr rötlich, ist das Huhn fertig und du kannst es vom Grill nehmen. Jetzt lässt du das Huhn auf der Dose noch ca. 10 Minuten ruhen. Die Fleischsäfte verteilen sich und die Kerntemperatur erhöht sich dabei noch um 2 bis 4 Grad, sodass das Huhn am Schluss auf jeden Fall durchgegart ist. Ich nehme es jetzt von der Dose und tranchiere es mit einem scharfen, flexiblen Messer. Zuerst die beiden Schenkel am Gelenk abtrennen, dann die Flügel ebenso am Gelenk von der Brust trennen. Und am Schluss die beiden Hühnerbrüste am Mittelknochen entlang einschneiden und an der Karkasse auslösen. Schaut euch dieses Prachthähnchen an. Super krosse Haut, das Fleisch ist richtig saftig. So ein Maishuhn hat einen tollen Geschmack. Zusammen mit der Dipsoße wirklich ein Gedicht. Ihr müsst das unbedingt mal ausprobieren. Links für die Zutaten und Rezept-PDF, wie gesagt, in der Infobox. Ich freue mich auf euer Feedback in den Kommentaren und Anregungen von eurer Seite für die nächsten Videos. Für heute bin ich raus und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns bald wieder am Grill. Euer Frank von Rub & Smoke.